Uh-oh. Haben wir jetzt? Das ist schon langsamer als der andere. Aber es reicht. Wichtig ist, dass du Speed hast für den Jump. Also für in der Luft für die Reifen drehen. Siehst du, wenn er schwimmt? Alarm. Ja, wo? Die Telefon. Ah. Ah, recht, Karl, schau. Sergio, ja? Hat er gesagt, im Baum. Und Schaumstoff. Ja. Aber er ist gebrochen. Ja, das ist das Problem mit dem kleinen Auto. Ist, dass die große Steine hier mit dem kleinen Auto lassen das Auto abweichen. Ja, aber ich habe nicht so präzise. Das kannst du nicht machen. Jetzt hast du Angst gekriegt, hä? Ja, genau. Ah, jetzt hat die Batterie ausgesteckt. Oh, ja. Schon wäre ich auf den Rädern gelandet, schön. Getroffen! Jetzt mit dem Hinterteil! Ah, cette prise est un peu light. Hein. Oh, c'est pas grave. J'avais dit que je sauterais pas trop fort avec celui-là aujourd'hui parce que c'est le dernier. Thank you.
Jetzt hast du den Baum gekillt. Wenn man in Mixmax drin gelandet, dann ist es ganz langsam runter. Ah! Bist du noch ganz? Ohohoho! Irgendetwas ist in ein Rätsel geflogen. Ah, ich glaube, der Rätsel ist vorbei. Der Rätsel ist gestorben. Alle Zähne sind in der Karosserie. Sie ist gerade wie Ritzel in den Chaos reingeleben. Naja, egal. Hat sich gut geschlagen. Also ich habe schon eins gestellt. Ich habe einen Plastik abgestellt. Ja. Ein Stahl im Fall. Stahl. Also ich hätte beides, aber... Jetzt, das ist ein anderer Tag von uns Seite. Hätte ich keine Lust gehabt, deshalb habe ich es dir heute. Na gut, da geht es schnell raus, tief da. Es sind vier Schrauben. Tief geht von oben raus, weißt du, voll easy. Je viens de comprendre pourquoi Jean il n'arrive pas à la marche arrière, c'est parce que c'est un motard. Une moto, il n'y a pas marche arrière. Non, je ne vais pas insister lourdement. Thank you.
Haha, Camouflage! Aha. Je viens de voir un coin qui pourrait être sympa. Mais je sais pas si ça a bien décollé. J'ai tellement d'herbe dans les roues que ça m'empêche de tourner comme il faut. Ja, dann muss ich aber nur neutral. Neutral ist der Weg, wenn man das frisch machen. Aber wenn du jetzt bremst und ja, jetzt bremse Silo ganz total und dann rückwärts. Null? Null. Ja, was haben wir da für Regler denn? Macht voll. Ah, ist ja. Dann müssen wir mal schauen, ob er auf Rückwärtsgang eingestellt ist. Lauf brutal, ne? Je vais essayer de passer par-dessus la branche. Haben wir le drüber? Gut nicht. Oh, das war knapp. Kann ich das zurückfahren? Ja, warte, wir müssen den K.O. wegmachen und schauen, ob das Licht blinkt. Das ist komisch. Sonst haben wir irgendwie am Regler das Programm aus, von rückwärts. Weißt du, was ich meine? Gas geben, voll? Ja. Bremse voll? Ja. Silo? Ja. Jetzt ist gut. Also wenn ich kalibriert bin. Ja.
Das ist auch die. Was machst du mit dem Tape, Haut, das Lümmelzeug da? Ja, ja. Immer spielen. Ja. Nützt nichts. Das Problem auch, weißt, ist, wenn du einen Schlag reinkommt, bremst das keinen Schlag ab. Ja. Die Originale bremsen Schlag ab. Die übertreiben es mit dem TPU überall da. Der GS-Partner, der macht so viele Teile, TPU, ist bald das ganze Auto. Oh, das ist brutal gewesen. Das ist brutal gewesen. Du bist immer ein bisschen jetzt brutal auf der Bremse. Okay. Ich komme! Fast habe ich die Karte. Es ist zu spät Gas geben am Schluss für abreißen und dann ein bisschen zu viel Bremse. Schau es noch ganz. Extra gewartet. Zu viel Bremse. Du musst Bremse nur antippen. 1 mm. Nicht durchdrücken. Hahaha, jetzt bin ich auf dem Dach. Hohoho. Kannst du mal wieder aufstellen? Gerade den Boden pflanzt. Thanks.
Wo bin ich? Ein Baum. Mich nicht abgestellt. Bin schon am Cut-off. Ah ja. Ah, sind die kleinen Jakob, 6,5.